dieses kleine Ölbildchen, was mit Staufer signiert ist, ist insofern bemerkenswert, dass es noch den später abgerissenen Seitenflügel von Herrn Chiemsee zeigt. Und ich möchte euch vorlesen eine Tagebuchaufzeichnung Ludwig II., wo er über den Spiegelsaal schreibt. Und seine Gedanken dazu finde ich außerordentlich bemerkenswert. Er schreibt da: Jede dieser vielen tausend Flammen hier in meiner Spiegelgalerie ist eine Seele, die aus überirdischen Lichtgefilden auf Erden einkehrt. Bläst des Menschen Atem sie aus, so erlischt die Flamme nur scheinbar. In Wirklichkeit kehrt sie, dem menschlichen Auge unsichtbar, zur Heimat zurück. Ich kenne diese Heimat. Ich habe sie zur Erde überführen wollen. Vielleicht tue ich es auch noch. Es ist das Reich des reinen Geistes.